Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier auf Kategorie von Thüringen, Version 3.1.01. Ich werde mal mit dem LKW zurückfahren zum Hof, den Anhänger abstellen. Dann nehmen wir einen Holzladeanhänger und holen uns die ersten Balken und fahren den mal zum Sägewerk, solange es aufhat. Ansonsten müssen wir das vor Ort abstellen und dann wieder andere mal Arbeit machen, ne? Ja, der Waldwald ist, nein, noch nicht alles, aber teilweise ist abgeholzt, ne? Und auch teilweise oder überwiegend für Hackschlüsse genommen worden und ein Teil für Baumstämme halt, ne? So, ich höre hier keinen Ton so recht. Hört ihr Ton? Mal ganz kurz gucken. Können sein, dass es dunkel zu leise ist. Ja. Warum so war, keine Ahnung. Ich habe es eigentlich nicht verstellt. Die anderen Geräte waren lauter. Traktor und Harvester, ne? So, Ausschlag ist wieder einigermaßen grünen Bereich. Passt. Ja. Erstmal zum Hof fahren. Kühlen jetzt besser, ne? Prozente gehen wir aufwärts, aber schlafen ist Risiko jetzt den Augenblick. Könnt ihr auch Mais machen, aber wie gesagt, wir haben späten Sommer. Das kommt genau in der Zeit, wenn wir nicht die Ernte machen wollen. Also Maisernte, das dauert. Häcksel meine ich auch, ja, nur 2 bis 3 Tage, ne? Mit 3 Geräten, mit 4 Geräten. Abfahrer müsste ich auch entsprechend hier zur Verfügung stellen und das ist dann nicht gut. Hier ist noch ein Anhänger. Achso, ich hatte ja hier getauscht, wegen der konnte ja die anderen nicht machen, okay. Weil die Paletten vom Sägewerk habe ich nur mit den anderen machen können, mit diesen mit hier BMD Allroad Pack. Den konnte ich machen. Ja, Sonnenblumen, ja, auch später, ne, logisch. Aber sehen schon schön reif aus und sogar trocken geworden, ne? Ist Erde reif? Könnte ja sein, ne? Manchmal mal. Dann würde ich sofort die Geschwindigkeit. Ah, ist grün. Ist grün. Auch hellgrün, auch nicht so weit. Auch hellgrün. Ja. Leider. Leider ist das so. Das dauert noch eine Weile. Also hin mindestens bis morgen, ne? Also. Da will ich sofort auf 1 stellen und dann könnten wir loslegen. Da haben wir Anhänger noch. Ja. Mal schauen. Ob der Platz so frei ist. Mal gucken. Zumindest für Holz vorbereiten, ne? Ja, ich wünsche mal allen einen schönen Sonntag. Da sind der Gras, die Lageballen. Die bleiben ja eigentlich für die Kühe. Und die anderen Ballen, ich habe ganz glatt vergessen, ne? Hätte ich auch mal einladen können, ne? Einlagern können. Ja, gut. Rennt ja nicht weg, ne? Mit 15 kommt es eh nicht hinterher mit BGH nachfüllen. Dann ist nur BGH nachfüllen dabei. Dann könnte ich gleich den anderen Anhänger auch hier herholen. Ne? Dann wäre es erledigt. Geht das um Wege? Dann mache ich Holz später mal. Bei Regenwetter oder so. Ne? Da wäre die Möglichkeit. Aber heute das lohnt sich nicht, das segelt bald zu. So. Ich hab die Nase. Junge, Freitag. Bei mir ist Freitag, Junge.
Das war auch eine schöne Woche, sag ich mal. Viel Arbeit. Junge, willst du nicht ran? Ja, ein paar Dollys wollte ich noch besorgen, aber hat mir geschafft. Oder den Mod habe ich eh deaktiviert, von daher ist das egal. Nicht tragisch. Da ist der andere LKW mit Futter. Ja, zum Ballen absammeln können wir einen LKW nehmen. Die nur daneben hin einparken. So. Mit dem Gewicht brauche ich das vielleicht? Könnte sein. Mal schauen. Hol mal den anderen Anhänger. Ein bisschen aufräumen, ne? Muss ja auch mal sein. Da fehlt noch ein Gewicht. Gut, die eine Traktor. Der. Wo ich gerade gehäckselt habe, der hat ja das Gewicht abgelegt, damit das Kret anbauen konnte. Hier müsste ich mir noch überlegen, wie ich am besten hinbekomme. Überlegen. Muss ich mir anschauen. Das mal hinzubekommen, dass wir hier den Silo mit Radlader leer machen können, ne? Ja, so ein Gerät echt, wie er mit Mais den Ballen pressen kann, ne? Der Hexe haut in so eine Ballenmaschine rein und dann hat er einen kleinen Puffer und dann presst ihn an der Ruhe Silageballen mit also Maisballen, die dann später so die Silageballen wird, ne? Eine Lösung für kleine Betriebe, die es kein großes Silo leisten können, oder das lohnt sich dann nicht, wenn zu wenig ist. Aber als Mod so was leider nicht. Ist aber nicht schlimm. Wir wollen eh häckseln, ne? Ein Arbeit ist das jedenfalls. Das sind große Felder, ne? 38 Hektar. Das ist das mittlere Silo mit einem Feld voll. 4 Millionen Liter ungefähr. Ist ja eigentlich gut gedüngt. Von daher. Oh, was mache ich denn nächstes Jahr raus, ne? Mais? Eigentlich Sonnenblumen, ne? In der Fruchtfolge. Und da, wo die Sonnenblumen ist, oder, ja, da könnte man dann Mais machen, ne? Theorie. Muss ich aber im Winter viel fahren wegen Silage, ne? Das muss automatisch gehen. Und bis dahin muss ich mir überlegt haben, wie ich das hinkriege. Wie ein Radlader funktioniert. So. Gut, wir tun länger, ne? So. Kurz nachdenken. Holzladewagen holen, ne? Schon mal vorbereiten. Der andere ist ja voll beschwollen, dass wir mal kalt kaufen können. Aber gut, das ist ja nicht das Problem. Das kann man automatisch irgendwie einstellen. Der eine Flug ist abgehauen. Obwohl jetzt stehen sie alle ganz gut. Seitdem das hier mit dem Mod nicht mehr ist. Wollte ja eigentlich eine Halle bauen, aber wird aber nicht gehen, weil da im Prinzip fremdes Grund ist. Und wegen einer Halle werde ich keinen riesen
Arsenal kaufen von, oder steht da oben? Ja, von riesigen Flächen, also Straßen, Häuser und so. Das will ich ja nicht machen, ne? Du bist ja nicht Miete kassieren, ne? Das wäre ja. Pro Haus. Einnahmen generieren, ne? Wenn man die Straße und so runter besitzt. Ah. Das wäre eine Option, ne? Zum ja, Modden, ne? Miete kassieren, kannst du Haus kaufen. Straße mit mehreren Häusern. Zum guten Preis, ne? Da muss man auch mit Optionen haben, Reparatur modernisieren, und da kann man mehr einnehmen. In der Theorie, ob das funktioniert, ich weiß es nicht, man muss es nur wollen. Ne? Und wer es kann, der kann es machen. Ne? Ich kann sowas nicht. Nur so als Gedanke jetzt für jemanden, der was gerne macht und bastelt. Ne? So, die Bäume müssen ja alles im Sägewerk, ne? Zumindest immer aufs Auto. Hilfsmenü. So. Aktuell. Achso. Ich glaube, wir gucken mal. Ja, left. Wie sollte Anna ein left und dann mal rechts? Der Bar Marsch ist. Marsch? Woanders. Aha. So, da hinten. Soll bestimmt umgestellt werden, ne? Komm mal. Na ja, gut. Wenn es immer so ist, einer vorne, zwei hinten. Oder weil es zu lang ist. Ah, das kann sein, dass umstellt auf 2. Das ist blöd. Anführungszeichen ist blöd. Gut, dass wir nicht so viele Bäume gefällt haben, ne? Also 11 Meter oder so. Kleine Anhänger. Ungünstig. Größere wird auch nicht gut gehen. Muss man sich höchstens ausleihen, weil kann man Sägewerk nicht rein. Wenn er nur einen nehmen würde und mit zwei. Also sind 12 Meter zu lang. So 8 Meter ideal, ne? Dann wird's gehen. Na gut. Komma B. Kommen wir es ja noch vorne stellen auf 1. Ja. Ja, vorwärts fahren wir ja gehen. L. Ich gehe jetzt mal auf 60, denn ich will wissen, ob das noch reif wird, ne? 30, 60. Sägewerk ist eh zu. Komma. Komma. Achso, Charge maximal 6 Meter. Achso. Vielleicht können wir es hier was ändern. War das das? Mit dem Pfeil. Enter-Taste, ne? Pfeil ist Enter-Taste, ne? Hm. Das ist Belegung doppelt. Vielleicht da. Also die andere Taste? Nee. Numero.
versuche die zu ändern. Vielleicht mal drücken, gedrückt halten. Und plus minus. Na. Na gut, egal. Normalerweise ist ja eh hinten aktiviert, müsste gleich anspringen normalerweise. Nochmal Licht anmachen, ne? Soll ich sehen hier. So. L. Naja, fahren wir Richtung Sägewerk und stellen uns noch vor Tor, ne? Machen wir aus. Können wir auch die Straße nutzen? Ja, logisch, ne? Wohl. Die eine Kurve ist blöd mit langem Holz. Mal überlegen, ne? Wie gesagt, immer gucken und 0 Uhr, ob da ein Wachstum durchgeht, ne? Das Himmel lebt noch bei. Ansonsten, ja, gut, da können wir auch hier stehen bleiben, ne? Ist eh da alles so. Dunkel fahren so blöd, ne? Gehen wir 120, um das rauszufinden. Die faulen Länge haben wir nicht erreicht. So, Licht aus. Und dann geben wir eine Kühne fix Wasser. Ja, bringt zwar auch nicht viel, aber weil die Zeit mir aufhöre, dann muss ich wieder anmachen, ne? Na, sagt schon, weißt du, grün, ne? Oh, da geht was durch. Das gibt's nicht, ja. Ich glaube, noch nicht reif. Naja, warten wir, bis hell ist. Deswegen springen wir rüber zum anderen Stall. Hier ist noch so ein Silofass. Muss man sehen, dass nächstes Mal dass die Gülle zur BGA gefahren bekomme. Das können wir automatisch machen. Schweinestall. Ja, Schweine oder Schafe? Ich glaube, ich habe mich für Schafe entschieden. Wäre jetzt Blödsinn, wenn ich jetzt anders machen würde, ne? So. Tja, unser Getreide wird nicht reif. Das ist ungünstig. Vielleicht morgen früh. Ja, schau, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Trotz alledem nochmal einen schönen Rest. Sonntag, wenn es stimmt. Wenn nicht, wenn ich falsch liege, ja gut. Dann ist es halt so, ne? Ja, dann schon tschüss. Ciao, ciao. Und nochmal ein dickes Dankeschön für fleißig reinschauen. Tschüss.